Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordic Marsch. Wir machen noch schnell die Sonnenblumen fertig. Somit eine Sonderfolge für Montag. Vor der eigentlichen Season-Aufnahmebeginn. Wir starten hier nochmal einen Helfer. Ich hoffe, der Ton passt. Nebenbei werden wir mal gucken, was mal los ist. Na. Genau. War noch ein bisschen die Lage zur BGH nebenbei. Nebenbei wird der geerntet. Hier wollte ich noch ein bisschen Straße fertig machen, das machen wir gleich. Und zwar das Pferd. So. Mal ganz gucken, was hier Kompression, verlieren, texturieren. Ich mach's nicht oft, aber das muss man nochmal reinfinden. So, Bodentyp, auftragen, Maschinen. Ups. Ah ja. Aber ich wollte einen anderen Bodentyp nehmen, ne? Das passt eher. Dass wir nehmen nicht so extrem mit dem Feld zur Straße gehen. Das passt schon eher. Und so viel Grün weg. Kann man nie ran. Okay, lass mal so. Sieht etwas weniger dramatisch aus. So, jetzt fahren wir ganz schnell zur BGH. Und verdient ein bisschen Geld, denn wir werden nachher gleich zu Beginn mehr oder weniger sofort dort. Ja, wir werden da entsprechend Maschinen kaufen müssen. Vom Aussehen Punkt 1. Dann die Lenkung wieder mal so reagiert, so blöd. Das ist hier nur eine Folge heute im Prinzip, dass wenn die Sonnenblumen weg sind, dann haben wir es auch geschafft. Sonnenblumen aktuell bei 66%. Das geht. Geht gerade zügig. Wir haben ja ein Spezialschneidwerk. Ich habe ja die Kamera bis umgebaut. Gibt für mich keine Ideallösung. Also irgendwie, das hätte ich nicht immer vollkommen. So. Kann man dann den zweiten holen. Ist am Rohr hängen geblieben, glaube ich. Der Hänger zu hoch. Oder, der Deckel hält mal auf. Das wird es gewesen sein.
Die Klappe hinten war aufgewiesen, dadurch ist er voll gegengefahren. Feld Nummer 15 muss nicht gepflügt werden, aber halt mal schauen, ob der Kalk auf muss. Das können wir ja machen. So, das ist an auf 18%. Das heißt, Silage. Überlegen, ob es bis dahin hinkommt. Ja, Hintergrund ist noch nicht perfekt bei mir. Naja, gut. Ich will mal schauen. Wir nehmen, ob gekalkt werden muss. Es ist geflügt. Ja, die Ränder, das machen wir ignorieren mal. Ganz kurz und bündig. Na, muss kein Kalk rein. Den Streifen ist auch nicht so tragisch. Ja, das reicht aus. Können wir die LKW starten? Der lenkt wieder anders. Ja, nun beginnt wieder die warme Jahreszeit, ne? Hatten wir ein paar Tage kühl gehabt, Anführungszeichen. Angenehm. Nun ist wieder heiß. Ich habe meine Urne gestellt. Das ist typisch. Schönen Sonnenblumen. Ich habe noch Kaffee da. Bevor der kalt wird. Kann schon sein. Tute. Mal ein Test, wie laut das überhaupt ist. So, oh, das ist leer. Ganz kurz. So. Stell mal weg. Im Chaos hier. Mal Nadel reinstellen. Maisgewiss hätten wir gehabt. Naja, egal. Gut, Karambolage. Ups. Hängen wir mal ab und fahre ich mal nebenan rein. Ist voll.
Dann stellen wir auch mal rein in die Halle. Ordnung muss sein. Jetzt haben wir aktuell ein bisschen Zeit. Eigentlich wäre den roten Dünger vorgesehen mit einem weißen Kalk. Aber gut. Kein Problem. Und der Rücker fangen wir den Qual. Ups, gewusst. Oh, stehen wir drin. Die Gerätschaften noch nur stehen. Ballenpresse brauchen wir erstmal nicht. Werden wir wahrscheinlich am die ersten Tage nicht brauchen. Wir werden viel Dünger müssen fahren können dürfen. Ja, alle Fällerinnen und Aussehen. Ja. Oh, der passt doch nicht rein. Naja, nee, nee. Was soll man sich da quälen, ne? Sonnenblumen 39. Dann gibt's nächstes Mal um Mitternacht ein bisschen Geld. Mit dem ersten Tag mit Season wird die Zeit auf Frühling eingestellt. Alle Fruchtsorten werden zurückgesetzt. Also im Prinzip alle Felder sind nackig. Das beste Fall sind gruppert oder gepflügt. Gras wird wahrscheinlich noch drin sein und ganz. Also gerade im Wachstumprinzip. Das heißt, sie werden den Tag sofort mit Grasdüngen beginnen, also die Grasfelder düngen und die Aussaat vorbereiten. Also, weil man der Aussaat nicht nur warten, wie die Temperatur ist. Wenn die Temperatur zu kalt ist, dann geht das nicht. Aber das kann man auch ganz gut erkennen. Da gibt es eine Tabelle für. So ein Menü. Und hunderttausend gehen rein, dann geht er wieder zu. Passt. So, gut. Die sind 10, ist wahnsinnig. 15, 18 sind möglich. Ah, 15 Minuten. Mehr Zeit verschenkt. Ich überlege auch, ob wir hier Feld 14 kaufen. Später und dann zusammenlegen. Haben wir ein großes Feld. Oder wir kaufen uns 16. Aber 16, naja gut. Müssen wir mal schauen.
wie gut die Preise denn entsprechend sind. Aktuell, ich schaue. Man könnte noch Rundballen pressen, ne? Das Gras wird gereift. Na, das machen wir nicht mehr. Könnte man machen, ne? Big M und dann los geht's, ne? Aber das ist zeitaufwendig. Oder? Der Big M wäre Feldhexler. Ah, oh, nee, da mich er nicht. Da wird ja durchziehen, ne? Ballenpresse hinten ran und los geht's. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Wir wollen den Sonnenblumen fertig machen, dann geht's los. Weil, sonst wären die Aufnahmen schon für 2 Wochen voraus. Und das ist dann zu viel. Wir wollen ja gleich mit Season starten. Nach Möglichkeit. Montag will Season laufen. In der zweiten Folge. In der ersten mal außerweise eine Folge mehr Samstag. Montag. Damit er überall passt, möchte er gerne Sonnenblumen geerdet haben. Der ist voll. Sally hat einen vollen Tank, Korntank. Also frag mich nicht, wie die Namen reinkommen. Ich hab da nichts gemacht. Das ist der Mod. So. Ja. So. Ja, genau, ne? Ist ja fast durch. Könnte ich auch die, naja, da will ich ja irgendwann mal was hinstellen. Kühe sind gut. Granne, ich sitze hier 1 Stunde. Wasser können wir auch gleich holen. Wassertank ist bei den Kühen. Das holen wir gleich. Milch haben wir eigentlich auch genug. Wegen dem Vorspulen, wegen der Ernte von Sonnenblumen. Aber hier kümmern wir mal um Wasser. Da haben wir noch Stroh. Können wir bei Gelegenheit verwerten. Oh ja, Mist. Das soll ja nachher so sein, dass nachher die Kühe eine Wasserstelle haben, also im Prinzip eine Rohrleitung. Kaffeetasse ist durchsichtig. Doch gar nicht. Ist doch nicht grün. Spiegelt sich was irgendwas. Obwohl normalerweise. Oh, ist voll. So, also. Das Zeit geht auch wieder entgegen, Ende entgegen, ne? Ich hab meinen Timer ein bisschen spät gedrückt. Aber denk mal, die
sind gleich erledigt, die Sammlung. Gleich mit den Ecke nehmen wir noch mit und eh schon mal hier eingreifen müssen. Das fahren wir ohne Cosplay ein Stückchen. Das hatten wir eh nicht angebaut, angeschaltet. Also könnt man das Feld drüben merken, das ist gerade so im Wachstum, das wird dann Platz sein. Das fahren wir gleich selber. Normalen Maisgebiss kann man es auch ernten, aber da ist es ein bisschen langsamer. Da ist noch nur 10 km/h drin. Der Nachteil von diesem Gebiss, von diesem Schneidwerk ist, dass es, man kann es nicht anklappen, ne? Man muss es halt Schneidwerksvorhang haben, separat, um das entsprechend von A nach B zu kriegen. Man könnte auch über die Karte rüberdüsen, querfeld ein. Nur wenn es Autoverkehr aktiv ist, was aktuell nicht der Fall ist, dann gibt es von vornherein Probleme. Und die nächsten Probleme gibt es dann bei Brücken und der ähnlichen Sachen, wenn es die Straße zu schmal ist, wenn Bäume im Weg sind und Lichtmasten und das Klimbim, was man nicht brauchen, ne? Aber ist ja halt da, so wie die Bäume sind, und wenn das so breit ist, ein bisschen rechts Bäume, dann kommen wir nicht durch. So, jetzt haben wir fast geschafft, in Anführungszeichen. Jetzt düsen wir noch fix hoch und dann sind wir mit durch. Vollgas voraus, sag ich mal nur. Mal gleich ausfahren, Rohr. Wir müssen ja nicht abfahren, wir können ja dann die Folge beenden. Ne? Wir können ja gleich um 27 Grad und draußen sind, von mir aktuell 34 wird angezeigt. Super, ne? Hier muss dann gepflügt werden, übrigens. Massenlos gepflügt werden. Aber das machen wir dann entsprechend. Zur nächsten Folge halt, ne? Wir können ja eh nur. So, die Sonnenblumen sind geerntet. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschalten würdet. Dann sage ich mal Arrivederci, goodbye, bis später. Ciao, ciao.